Wir kommen zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs in Sachen Gesetz zur Änderung des Lebensmittelchemikergesetzes. Hier werden wir keine Aussprache haben. Ich lasse darüber abstimmen, wer für die Annahme in der Fassung der Muss ich nicht. Ich muss jetzt nicht mündlich Bericht erstatten lassen, oder? Nein, ne? Müssen wir nicht. Dann lassen wir es. Gut, dann machen wir Berichterstattung. Frau Kollegin Gronemann, Sie haben die Freude und Ehre, uns Bericht erstatten zu dürfen. Muss schon so sein, ja, okay. Ja. Ist schon, man muss schon ein bisschen aufpassen, habt ihr recht. Mache ich doch gerne. Beschlussempfehlung und Bericht zum Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Lebensmittelchemikerinnengesetzes, Drucksache 20/1056. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Bei Zustimmung CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, Enthaltung AfD, Freie Demokraten, Nichtbeteiligung DIE LINKE. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Bei aller Eile wollen wir die Dinge richtig machen. Das ist schon richtig. Wer möchte dem Gesetzentwurf in der Fassung der eben vorgetragenen Beschlussempfehlung zustimmen? Das ist die Fraktion der SPD, von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der CDU. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Da bei Enthaltung der FDP, der AfD und der Linkspartei ist damit der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben.